Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr sicherlich, woran wir hier gerade sind, was möglicherweise gar nicht so toll sein wird, weil ich bin jetzt schon nicht sonderlich zufrieden damit, aber vielleicht kann ich da ja noch irgendwie was reißen. Man weiß ja nie so recht, aber es ist echt immer so die Sache, ob man da tatsächlich was machen kann oder nicht. Ich hoffe, die Nacht ist gleich vorbei. Das wäre äußerst schön. Für die, die es nicht wissen, wir haben übrigens eine tolle Schuhverzauberung, und zwar Depth Strider. Deswegen können wir durch Wasser mit normaler Geschwindigkeit gehen. Das ist halt irgendwie ganz witzig und war eigentlich nur Zufall, dass wir die Verzauberung bekommen haben. Aber soll mich nicht stören, ich hab sie gerne. Ein Baby-Zombie. Stirb! Ausgeburt der Hölle. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn wir dann bei Nacht hier sind, weil irgendwann sprengt sich dann mal wieder ein Creeper in unseren Rücken und dann diesmal werden wir vielleicht sogar überleben. Aber ich soll etwas essen. Aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem irgendwas völlig kaputt macht. Und das ist ehrlich gesagt immer das Nervigste. Also das Sterben geht ja noch halbwegs, sagt man halt Menno, aber dass er kaputt macht und einem die Level nimmt, das ist das Schlimmste. So, everything safe. Ja, hier ist alles safe. Safety. Safety. Safety first, wie es doch heißt. In Flugzeugen und auch bei gewissen anderen Akten, die ich jetzt hier nicht näher erläutere. Weil jeder, denke ich, weiß, welche Akte ich meine. Und zwar Akte X meine ich. So, da vorne sind noch ein paar X... Da vorne... ich kann nicht sprechen. Da vorne läuft noch ein bisschen XP rum. Ach, der ist schon tot. Schade. Naja, aber der stirbt nicht. Aber da ist eine Schlucht. Der ist ja super. Ich habe meinen Bogen natürlich nicht. Oh. Ich habe meinen Bogen nicht. Ach, da komme ich aber trotzdem drum. Sag mal, willst du mich veräppeln? Was soll das denn jetzt? Ist die Spinne eigentlich vergiftet oder was? Warum leuchten die immer? Das frage ich mich. Seit einer gewissen Version leuchten die immer. Aber ich weiß echt nicht warum. Hinten stand auch noch ein Creeper und bevor der sich irgendwie in die... Ich wollte gerade schon wieder F5 drücken. Bevor der sich in unsere Gebäude reinsprengt, hauen wir den noch schnell um. Boah, ich dachte, ich hätte den nicht erwischt. Vielleicht sollte ich nicht ganz so Rambo-mäßig da reinrennen. Aber wenn man schon ein Diamantschwert hat, dann ist man halt dazu geneigt, teilweise. Warum genau wachsen die Dark Oaks hier nicht? Brauchen die ihre Zeit oder ist das, weil hier eine Mauer direkt daneben ist? Ich glaube, es liegt an der Mauer. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Na gut, dann müssen die Setzlinge halt bald mal wieder weg. Spricht man irgendwo Setzlinge? Sachsen vielleicht? Spricht man da so? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass ich gerade ein bisschen Stein eingeschmolzen habe. Der auch noch nicht ganz fertig ist, aber immerhin schon halbwegs. Mein Inventar, mein Inventar, mein Inventar. Moment, das kann raus. Und das hier mache ich zu Holz. Zu Kleinholz verarbeite ich das im wahrsten Sinne des Wortes. So, und das kommt dann auch nochmal mit. Okay. Okay, okay. Und dann geht's ab wieder runter in unsere kleine Gruft. Die noch gar keine wirkliche Gruft ist und auch keine Gruft sein wird, sondern was völlig anderes. Aber naja. Erstmal a Workbench. Damit wir hier überhaupt was haben, womit wir arbeiten können. Sonst kann ich nicht arbeiten. Das Feuerzeug kann kurz weg, wir kriegen es ja gleich sofort wieder. So, siehst du, da haben wir es auch schon wieder. Aber das kriegen wir nicht wieder, das Stückchen Erde. So, I need a paar Treppen. Nicht viele, aber ein paar. So, ich denke, 16 werden reichen. So. Jetzt habe ich schon wieder keinen Platz. Doch, habe ich. Tatsächlich. Okay, dann einmal nach unten. Hier muss auch noch eine Fackel hin. Damit uns hier nichts vor die Füße spawnt. Verdammt. Unsere Spitzhacke wird echt schnell in Mitleidenschaft gezogen. Ich brauche unbedingt noch ein Unbreaking 3 Buch. Weil sonst müssen wir die bald schon wieder reparieren. Dabei haben wir noch gar nicht so viel mit der gemacht, ne? Schon ist die kaputt. Konnte man da nicht irgendwie mal sehen, wurde nicht irgendwann mal angezeigt, wie viel Haltbarkeit die hat? Oder ging das nur mit Forge?
oder so? Oder war das irgendwas Spezifisches einer gewissen Modifikation, die ich schon wieder vergessen habe? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ich würde ja gerne eigentlich so Chiseled Stone machen, aber das kann man, glaube ich, immer noch nicht. Nein, kann man nicht. Schade. Weil der hat immer auch so einen gewissen Touch. Aber ich glaube, ich werde dann ganz einfach bei dem normalen Stein hier wirklich bleiben müssen. Aber daraus mache ich mir dann natürlich ein paar Slabs. Moment, das kann gerade weg. So. Und zwar 30. Weil damit spart man ja glücklicherweise immer relativ viel. Und zwar genau die Hälfte spart man dann insgesamt, wenn man die ganzen Slabs verwendet anstelle irgendwelcher anderen Dinge. So, und jetzt rein theoretisch. So, mache ich hier noch Folgendes. Der muss mal ein paar Fackeln machen. So, 41 Fackeln und dann kann jetzt hier der Dirtblock weg. Hier kommen dann quasi so mehr oder weniger Säulen hin, die dann ein bisschen mehr Charakter dem Raum verleihen sollen, damit er nicht ganz so planar ist und an sich überhaupt nicht ansehnlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Man könnte ja rein theoretisch auch noch Rüstungsständer reinstellen, aber ich weiß nicht, ob das so State of the Art ist. Ich meine, könnte man natürlich versuchen, aber ich glaube, das ist dann zu viel, ne? Ja, ich glaube, wenn da Rüstungsständer drinstehen, ist das viel zu viel. So, aber hier muss natürlich hell erleuchtet sein, weil hier ist ja was ganz Besonderes, wird hier ja reinkommen. Wie ihr wisst. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht nicht. Und dann würde ich ganz gerne noch hier, da wo das hier lang geht, so immer in der Form mit Stein das machen, damit das ein wenig Wegcharakter hat, also ein wenig Befestigungscharakter. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt aussehen wird. Verdammt, das wollte ich nicht. Aber wir werden es ja auch wieder sehen. Wie eigentlich werden wir alles hier sehen, was irgendwann mal passiert. Deswegen spielt auch gerade Amazing Grace. Das Lied kannte ich erst eigentlich wirklich nur, als ich den einen Conan-Film gesehen habe. Mit der Frau, die, also die Sängerin mit dem absoluten Gehör da, die irgendwie immer an dem einen Fluss stand und gesungen hat. Und Shinichi und Ran haben ja das gehört und haben sich dabei irgendwie ineinander verliebt oder sind dabei zusammengekommen, ich weiß es nicht, als die Frau da gesungen hat. Das haben sich die Entwickler wahrscheinlich auch nicht direkt gedacht von Anfang an, sondern erst als sie den Film gemacht haben, aber naja, ist eigentlich eine ganz romantische Geschichte und ich habe jetzt wahrscheinlich die ganze Romantik rausgenommen, indem ich wieder alles relativiert habe. Tut mir leid. Ich mag ja eigentlich Romantik, aber ja, ist als Narzisst immer ein bisschen blöde irgendwie. Und Borderline dazu noch, da ist man so ein bisschen, ja, quer. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ein wenig, sehr komisch, darauf anzusprechen, wenn ich, das so ausdrücken darf. So, hier muss aber tatsächlich auch noch Cobblestone, das hätte ich fast vergessen. Das ist wichtig. Und dann bekommen wir tatsächlich noch ordentlich Cobblestone diesmal dazu. Weil wir ja einen relativ großen Saal ausheben werden. Nee, Moment. Das hier ist ja eher so die... das hier ist nicht der Saal, den ich machen will. Ich hab mir das gerade nochmal anders überlegt. Ich mache hier was anderes raus. Das ist quasi... jetzt habe ich vergessen, was ich daraus machen wollte. Ich habe mir doch eben was überlegt. Ich hatte nämlich noch was Kleines vor, was ich auch noch machen wollte. Und das hier ist dann sozusagen, ja, Abwasser, nein, Abwasser ist auch irgendwie doof. Was könnte man hier ideal, ich habe doch eben eine Idee, wo ist die Idee hin? Verdammt, kennt ihr das, wenn ihr gerade was an was gedacht habt und im nächsten Moment ist es einfach weg? Das ist echt immer ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof. Doch, ich habe eine Idee. Und das ist auch gar nicht so aufwendig, diese Idee. Das ist eigentlich ganz gut. So.
hier alles mitnehmen. Okay. Dann hier noch. Und das wird jetzt wieder eine tolle Arbeit hier. Aber Gott sei Dank haben wir eine relativ schnelle Spitzhacke, die ich dann bald auch reparieren muss. Ich glaube, soweit ich weiß, repariert ein Diamant oder ein Gegenstand des gleichen Tools immer genau ein Viertel. Und demnach brauche ich... Das war jetzt natürlich falsch. Hm, das ist irgendwie jetzt blöd. Moment, ist gar nicht falsch. Ich tue mich nur immer schwer, runde oder in Anführungszeichen runde Sachen in Minecraft zu bauen. Deswegen spielt auch schon die dramatische Musik. Aber jedenfalls, soweit ich weiß, ist repariert ein eine Einheit des verwendeten Materials für dieses Tool ein Viertel des Gegenstandes. Das heißt, bei Rüstung, beispielsweise beim Brustpanzer, der 8 Diamanten zieht, ein Viertel. Bei einer Spitzhacke, die 3 Diamanten zieht, ein Viertel. Bei einer Schaufel, die 1 Diamanten zieht, ein Viertel. Das heißt, es ist für eine Schaufel, die zu reparieren, wesentlich schlauer, sich noch eine Schaufel zu craften, weil dann ist die mit einem Diamant voll repariert. Bei einer Rüstung ist es wesentlich besser, die Diamanten direkt zu benutzen. Ach ja, aber da muss man auch immer. Also von alleine merkt man das nicht so direkt, weil man probiert ja nicht direkt aus, wenn man was reparieren will, direkt ein neues Tool zu machen und das damit zu reparieren, sondern versucht ja eigentlich tatsächlich immer schon so ein bisschen vorhandene Tools zu nutzen. Moment, da muss ich rein. So, hätte ich das auch. Und ja, das ist echt teilweise, also in einigen Spielen frage ich mich wirklich, wie man auf bestimmte Dinge kommt, wenn man sich nicht die Lösung anguckt. Also es ist teilweise wirklich extrem schwierig, finde ich, irgendwie auf irgendwas auch nur annähernd zu kommen, wenn man null Ahnung hat, wo das überhaupt sein soll. Das ist echt difficult, wie der Amerikaner jetzt sagen würde. So. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Jetzt habe ich wieder keinen Platz. Egal, muss ich hier mir mal eben eine Kiste basteln und da dann alles reinpfeffern. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Ich hoffe, eine Kiste reicht. Ich kann mir auch eigentlich gleich einfach eine zweite machen. Weißt du, das hier kommt gerade weg. Die Schaufel. Die Schaufelos, los, Schaufelos. Und dann haue ich hier mal eben die Kisten hin. So, Dirt kann da rein, Cobblestone kann da rein, ein bisschen. Und dann sammle ich nochmal den ganzen Schmunzens hier auf, der ja auf dem Boden rumlungert. Damit ich da was habe. So. Okay. Erde kommt hier wieder rein und die Schaufel kommt nach vorne. So. Das kommt weg. Hier kommt eine Fackel hin. Nein, nicht da dran, sondern hier. So, so, so. So, genau, dann wie folgt. Ein nach da, okay. So, ach, das ist echt immer... Ich muss mich da tierisch konzentrieren, deswegen sage ich da auch in dem Moment immer nicht so viel, ist das Problem. Ich bin halt echt kein geübter Redner oder so, der oder Schauspieler, der halt bei allem, was er gerade tut, ideal kommentieren kann. Aber es macht mir halt unheimlich Spaß. Man sagt ja eigentlich in der Regel, wenn man was nicht kann, dann soll man es lassen. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich gerade Let's Playen beherrsche oder wirklich gut kann oder die Art der Kommentierung oder die Art der Moderation wirklich beherrsche, aber es macht mir halt unheimlich Spaß und solange andere auch noch ein Fünkchen Spaß daran haben, mir dabei zuzuschauen, mache ich das auch gerne weiter. Das ist nämlich, Alter, meine Spitzhacke. Das gibt's doch nicht, so viel habe ich doch gar nicht ausgehoben. Naja, ein bisschen, aber trotzdem. Ich brauche unbedingt Unbreaking 3, weil dann hält die wie lang? Dreimal so lange? Ich glaube dreimal so lange. Oder viermal so lange, glaube ich. Ja, ich glaube viermal so lange. Das ist immer ganz gut. So, genau, da muss ich ja noch weiterbauen. Dann kommt das hier erstmal weg. Das hier kommt weg, 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 weg. Weg mit euch, ihr Ausgeburten der Steinwelt. So, ach meine Güte. Ich muss meine Spitzhacke gleich ehrlich reparieren.
Aber naja, wir haben es ja mit Diamanten. Da haben wir ja noch ordentlich was. Wenn nicht, gehen wir halt einfach wieder zurück in unsere Mine und holen dann noch ein paar neue. So, 1, 2, 3. Oh, dann ist hier eigentlich schon wieder falsch. Das heißt, hier muss dann gerade... Ich bessere das schon mal aus, auch wenn vielleicht da hinten noch anderer Stein hinkommt. Aber man weiß ja nie so recht. Okay, dann kommt das hier. Was geht da rein? Dann... 3. 2, 3. Okay, haben wir das. Meine Spitzhacke, die arme Spitzhacke. 3 Diamanten wird uns das dann kosten. Ich hasse es, Dinge in Spielen auszugeben. Ich bin echt immer tierisch geizig. Außer wenn ich weiß, ich kann es für nichts anderes ausgeben. Und brauche es auch für nichts anderes. Also beispielsweise, ich spiele momentan ein kleines Spiel auf iOS Warriors, heißt das. Das ist so mit ja, süß animierten Kriegern, wo man quasi immer so 2 gegen 3, 1 gegen 3, 3 gegen 3, 2 gegen 1 Kämpfe oder 1 gegen 1 Kämpfe macht gegen andere kleine Krieger. Das sind solche Quicktime-Events, die man da machen muss. Da hat man beispielsweise bestimmte Steine, die man nur für eine Sache verwenden kann. Nur für eine Sache. Und, nicht mal irgendwie, dass man mit der gleichen Sache, wenn man damit spart, mehr machen kann. Nein, man kann nur diese eine Sache mit denen machen. Da bin ich auch gerne gewillt, meine Steine da aus dem Fenster zu werfen. Das ist da echt kein Problem für mich. So, dann einen noch weiter. Ja, genau, es müssen ja 3 sein. Ich hoffe, das wird jetzt überhaupt halbwegs rund. Ich weiß es nicht mal. Naja, es wird schon irgendwas sein. Irgendwas wird schon klappen. Wenn nicht, dann haben wir halt ein kleines Problem. So, erstmal wieder ein paar Steine loswerden. So, ich hau mal hier das alles rein. Und dann sammle ich das auf. Auf der anderen Seite muss ich das Ganze ja eigentlich auch noch machen. Also, wir haben es bis jetzt so. Das heißt, da müssen dann auch noch 3 in die Richtung. Mit Löschaufel zuerst. 2... 3. So. Na gut, kann ich hier wenigstens meine Schaufel benutzen, dann muss ich nicht meine Spitzhacke weiter verbrauchen. Meine arme, teure Spitzhacke. Ach ja, das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, aber ist schon ein bisschen länger her, bei dem neuen Verzauberungssystem. Es ist ja erheblich leichter geworden. Ich meine, jetzt braucht man Lapis Lazuli, aber ganz ehrlich, Lapis Lazuli hat man satt. Also man hat Lapis Lazuli so viel satt, wenn man nicht gerade aktiv damit baut, dass ich gar nicht weiß, was man mit dem ganzen Lapis Lazuli machen soll. Und da frage ich mich dann, ist irgendwie episch. So ein großer Raum immer in Minecraft. Ich weiß nicht, finde ich egal. Kann auch leer sein, aber ich finde das immer cool. Ich finde, das hat was. Jedenfalls, dass da eigentlich diese 3 Lapis Lazuli, die man für eine Level 30 Verzauberung braucht, ist eigentlich nichts im Vergleich zu vorher, dass man da 30 Level brauchte. Also ist ja nochmal was ganz anderes, ne? 30 Level, 3 Lapis Lazuli, ja, ich nehme das 3 Lapis Lazuli. So. Kies, wer sagt's denn? Dann haben wir auch wieder gleich ein bisschen Kies auf die Tasche. Ich glaube, ich muss mir erstmal eine andere Spitzhacke machen, aber ich werde die noch ziemlich so verwenden, bis sie halbwegs kaputt ist. Ich muss jetzt nur wirklich drauf achten, sonst zerbricht sie mir gleich. Das wäre unschön. So, zack, alles aufsammeln. Und dann haben wir das gleiche nochmal so. Wenn die 3 da sind, dann noch 2 in die Richtung. Also ein in dem Falle hier. Moment, Fackel. Und dann da rein. Oh, Kies, wer sagt's denn? Unsere Kiesprobleme wurden erhört und der Kiesgeist hat sich niedergesenkt und hat uns eine Riesenader voll Kies geschenkt, die jetzt eigentlich zwar eher kontraproduktiv ist, weil wir hier jetzt die ganze Zeit rumbuddeln müssen, aber da sind wir ja auch schon an der anderen Seite. Sehr cool. Das ging schnell. Jetzt müssen wir dann halt nur noch die Mitte ein bisschen ausheben, aber ein Hoch auf The Mighty Schwinger. Der ist nämlich super.
Kam auch ein Kommentar zu, warum meine Spitzhacke denn unbedingt Mighty Schwinger heißen müsste. Ja, das, normalerweise bin ich ja eher nicht so der Typ, der seine Dinge komisch benennt. Also beispielsweise, wenn ich mir bei Skyrim was verzaubere, dann nenne ich beispielsweise nicht irgendwie meine Kapuze, nenne ich ja nicht Hut oder so, also von wegen meine Hut. Also in Englisch heißt es natürlich Hut für Kapuze, aber ihr wisst schon. Also nicht irgendwie sowas Hoodie oder wie auch immer man es gerne nennen könnte. Oder, was weiß ich, wie man alles benennen könnte. Aber da versuche ich immer eine relativ ernste Namensgebung zu benutzen. Und in Minecraft mache ich das eigentlich in der Regel auch lieber, aber nicht immer. Und bei The Mighty Schwinger war es halt dann die Ausnahme. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ich finde, einige Sprichwörter oder so gehen einen, wenn man die 10.000 Mal gehört hat, die gehen einen nur noch auf den Keks. Wenn jeder die an jeder Ecke sagt und jeder sich mit jedem Sprichwort aus der Masche redet. Es ist, boah. Und dann manchmal diese allgemeinen Volksweisheiten, die einfach völliger Nonsens sind. Das ist ja auch immer toll. Also, falls ihr wisst, was ich meine, irgendwie beispielsweise so angebliche wissenschaftliche Tatsachen, die überhaupt nicht stimmen, aber in aller Volksmunde vertreten ist. Das ist echt immer. Also ich frage mich, wer das mal in Umlauf gebracht hat. Ob der sich einen Spaß daraus gemacht hat oder ob der wirklich dran geglaubt hat. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ich glaube manchmal wirklich, einige Leute sitzen da und beispielsweise Psy, kennt ihr ja sicher, diesen Gangnam Style. Oder What the Fucker Gentleman. Und dann wie auch immer. Da frage ich mich manchmal, macht er die Musik wirklich, weil er sie richtig geil findet? Oder denkt er sich einfach, hey geil, die Leute kaufen das. Mache ich mich mal kurz hier, mache ich mal kurz einen komischen Tanz und krieg Millionen. Ist immer so die Sache. Was denkt er sich schlussendlich dabei? Weil ich versuche immer, Menschen nicht sofort größten Wahnsinn anzudenken. Vielleicht hat er auch einfach nur einen totalen Spaß daran, irgendwie Leute zu veralbern. Beispielsweise Gronkh oder so, mit Sarraza, Elektro-Titte, falls ihr das kennt. Das haben ja auch total viele tierisch ernst genommen. Obwohl das gar nicht ernst gemeint war. Und dann gab es da halt teilweise wirklich heftige Beschwerden oder so, dass das Niveau von Gronkh ja in den Keller gesunken sei. Und Gronkh, Sarraza und Rumpel hatten da ja eigentlich tatsächlich nur so einen totalen Spaß als Hintergrundgedanken. Die haben ja nicht ernsthaft gemeint, dass sie da jetzt den Shit aus der Dingens rappen, wie es auch so schön heißen könnte. Sondern die haben ja, ich glaube, ich muss die Decke noch ein höher raushauen. Ach ja, aber erstmal wird jetzt der Dirt hier verwendet, also umgewendet meine ich, dass er nicht mehr hier drin ist. Das heißt, ich muss gleich noch neue Fackeln aufstellen, weil sonst wird es dunkel im Staate Dänemark. So. Zack, hier. Dann hier. So, und da stehen sogar keine Dinge auf Dirt. Das ist ja hervorragend. Ich weiß immer echt nicht, was mir lieber ist. Stein oder Dirt? Eigentlich, Dirt ist schnell zum Abbauen und man kann mit Eisentools Dirt super schnell abbauen. Aber das Problem ist irgendwie, was machst du mit dem ganzen Dirt? Also ich wusste noch nie in Minecraft. Regnet's? Scheinbar. Tatsächlich. Aber wieder ohne Regentropfen. Das ist ja immer mein Problem. Aber schön, ein kleines Gewitter ist immer ganz amüsant. Das finde ich immer entspannend. So. Mighty Schwinger ist echt in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, mache ich in der nächsten Folge. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.